Bahnhof Quedlinburg. Erst seit 2006 Ausgangspunkt der Selketalbahn. Hier trifft sie auf die normalspurige Hauptbahn. Viele sagen, sie sei die landschaftlich schönste Bahn im Harz. Wenn man diese Bilder sieht, möchte man da nicht widersprechen. Doch beginnen wir dort, wo die Selketalbahn von der Harzquerbahn abzweigt. Am Bahnhof Eisfelder Talmühle. ...79-72-35 ist eine sogenannte Neubaulok. Die fünffach gekuppelte Lok wurde 1954 von Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg gebaut. Bis der Gegenzug eintrifft, wird die Zeit genutzt, Wasser nachzufüllen und die Lager der Lok zu kontrollieren. Der Zug aus dem Selketal fährt ein. Mit ihm fahren wir hinauf nach Stiege. Doch zunächst heißt es Wasser fassen. Die 99-6001 gehört zu den sogenannten Altbauloks. Die Heißdampflok mit drei gekuppelten Achsen wurde 1939 bei Krupp in Essen gebaut. Yes, indeed.
Mein Gerät hängt da oben. Ja, genau. Gespanntes Warten auf die Abfahrt. Der Triebwagen aus Nordhausen kündigt sich an. Bei unserem Besuch vor 8 Jahren war noch ein Triebwagengespann im Einsatz. Und wir erlebten die Ausfahrt des Zuges nach Nordhausen. Doch wieder zurück ins Hier und Jetzt. Heute fahren wir zunächst hinauf nach Stiegen und weiter nach Hasselfelde. Dort oben entspringt das Flüsschen Selke. Die Züge machen hier Kopf und fahren wieder hinunter durch Selketal und weiter nach Quedlinburg. Der Zug biegt ab ins Tal der Beere. Der Bach bildet die Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Vorbei geht's an den Betriebs- und Verladeanlagen eines riesigen Steinbruchs der Firma Kemna Hartsteinwerk Unterberg. Die neue Aufbereitungsanlage nahm 1991 ihren Betrieb auf. Bis heute werden rund 1 Million Tonnen Gestein im Jahr produziert. Zu den Großkunden gehört unter anderem die Deutsche Bahn, die große Teile des Gleisschotters abnimmt. Der Triebwagen aus Quedlinburg fährt auch ein. Er ist einer der beiden, die 1955 für die Kreisaltenaer Eisenbahn gebaut wurde. Nach der Stilllegung dieser Strecken wurden beide Fahrzeuge verkauft. Zunächst an die Inselbahn Langeoog, dann nach Jüst und 1995 an die Harzer Schmalspurbahnen. Wegen ihrer Inselvergangenheit werden sie von den Einheimischen liebevoll Fischstäbchen genannt. Der Pfiff kommt von unserer Lok,
die inzwischen abgekuppelt wurde, auf Gleis 2 vorbeifährt und ein paar Mal hin und her, um dann unseren Zug aus dem Bahnhof zu schieben. Jetzt fährt er wieder hinunter ins Tal. Ein Vorgang, der sich am besten von einem Triebwagen aus erklärt. Das machen wir später. Wir erinnern uns an die Begegnung 8 Jahre zuvor mit einer besonderen Lok, einer Malais. Mit ihr fahren wir noch das restliche Stück nach Hasselfelde. Der Zug gibt den Blick frei auf eine Besonderheit. Zu DDR-Zeiten wurde in Stiege eine Wendeschleife gebaut. So konnten vor allem lange Güterzüge, oft auf Rollwagen, in einem Zug von Nordhausen kommend zu den Industriebetrieben und einem Kraftwerk ins Selgetal fahren. Hasselfelde kommt in Sicht. Die Brockenhexe hat offenbar ein neues Domizil gefunden. Für eine Ortsbesichtigung ist mal wieder keine Zeit. Die Lok pfeift und schon sind wir auf der Rückfahrt. Die Wendeschleife wird kaum noch genutzt. Da muss immer jemand kommen und die Weichen stellen. Der Bahnhof ist nicht mehr besetzt und an privat verpachtet. In den Bahnhöfen wurden sogenannte Rückfallweichen eingebaut. Die funktionieren ähnlich wie auf der Modellbahn, wenn man kein Geld hat, überall elektrische Weichenantriebe einzubauen. Die Weichenzunge wird aufgeschnitten und durch eine Federmechanik fällt sie wieder in die Ursprungsstellung zurück. Hier ist sehr schön zu sehen. Die beiden Triebwerke auf jeder Seite. Darauf kommen wir noch näher zurück auf unserer Fahrt durchs Selgetal. Von dort kommt gerade dieser Triebwagen. Und gleich der nächste aus Nordhausen. Einer jener neuen Typen, die 1999 in Halberstadt gebaut wurden. Ich
versprach ja, den Betriebsablauf in Stege zu erklären. Schauen wir also dem Triebwagenführer über die Schulter. Diese Weichen stehen eigentlich falsch. An den gelben Stellhebeln erkennt man sie als Rückfallweichen. Hier nochmal in der Grafik. Der Zug fährt auf Gleis 3 ein, fährt dann diesen Schlenker Richtung Hasselfelde und bleibt hinter der letzten Weiche stehen. Jetzt wechselt der Fahrer den Führerstand und fährt durch Gleis 2 Richtung Alexisbad bzw. Quedlinburg aus. Wir fahren auf die Kreuzung zu, die sich nicht verstellen lässt. Natürlich könnte man auch diese Weiche anders stellen. Im reinen Triebwagenverkehr ginge das. Aber bei Dampfzügen muss ja immer ein Umfahrungsgleis da sein. Jetzt aber weiter ohne Kommentar. Zwischendurch mal ein kleiner Überblick. In Stiege sind wir zugestiegen und sind auf dem Weg nach Alexisbad. Von Alexisbad aus fuhren wir 2009 mit dem Dampfzug weiter. Der ist gerade angekommen. Die 99-5906 führte den Zug. Eine Malé-Maschine. Gut zu erkennen an den beiden Zylindern auf jeder Seite. Sie war 1918 als Versuchslok für eine württembergische Einheit der Heeresfeldbahn in den Harz gekommen. Das Militär kaufte die Maschine jedoch nicht der Karlsruher Maschinenbau AG ab. Daraufhin konnte sie die Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahngesellschaft günstig erstehen. Tender voraus geht es nach Quedlinburg. Gelegenheit, die Technik hautnah zu erleben.
Schon jetzt fällt die gute Kurvengängigkeit der Maschine auf. Sie durchfährt einen Radius von 30 Metern problemlos. Die Schranken am Bahnhof Mägdesprung schließen sich. Wir erwarten den Gegenzug. Die gelben weichen Stellhebel verraten es. Auch hier sind Rückfallweichen eingebaut. Der Gegenzug wird in Grundstellung immer auf das freie Gleis gelenkt. Unser Zug schneidet die Weichenzunge auf. Nach Durchfahrt fällt sie in die Grundstellung zurück. Noch eine Schippe auflegen. In der Mägdesprung geht der Steil bergab. In dieser Einstellung sieht man sehr gut, wie sich der Lokaufbau auf dem vorderen Drehgestell bewegt. Hier treiben Nassdampfzylinder die Maschine an. Die hinteren Heißdampfzylinder sind fest am Lokrahmen montiert.
Mit lautem Pfiff kündigt sich der Zug im Bahnhof Gernrode an. In Gernrode war früher der Übergang zur normalspurigen Strecke Quedlinburg-Suderode-Frohse. Der Backsteinbau im Hintergrund war der Hauptbahnhof. Und hier haben wir einen weiteren Vertreter aus der Gattung Fischstäbchen. Wir erinnern uns an den anderen, den wir in Stiege gesehen haben. Dieser hier ist etwas länger und wurde 1955 von der Firma Fuchs in Heidelberg für die obere Wiesentalbahn von Zell nach Todtnau im Schwarzwald gebaut. Damals ein hochmoderner dieselhydraulischer Schlepptriebwagen. Nach Stilllegung der Strecke gelangte der Triebwagen unter anderem nach Jüst, dann nach Langeoog. Als dort 1995 die Triebwagen nicht mehr benötigt wurden, erwarb ihn die HSB zusammen mit den beiden anderen. Nochmal eine Schippe drauflegen und wir befahren nun das letzte 8,5 Kilometer lange Teilstück bis Quedlinburg, das erst 2006 für die Schmalspurbahn auf 1000 mm umgespurt wurde. Der Schlossberg von Quedlinburg kommt in Sicht mit der Stiftskirche St. Servatii. Quedlinburg steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Sein architektonisches Erbe adelt die Stadt. Sie blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Bedeutung erlangte Quedlinburg, als es im 10. Jahrhundert Königspfalz wurde. Am Markt liegt das Renaissance-Rathaus mit der Roland-Statue. Wieder zurück am Bahnhof.
Auf der Hauptbahn von Magdeburg nach Thale im Unterharz fährt ein Nahverkehrszug ein. Das passt ja. So erleben wir eine Doppelausfahrt. Die Schmalspurbahn verläuft noch kurz parallel zur Hauptbahn, biegt dann aber in Richtung Gernrode ab. Die Selgetalbahn entstand aus der Gernroder Harzgeroder Eisenbahngesellschaft. 1887 wurde der erste Streckenabschnitt bis Mägdesprung eröffnet. 10 Jahre vor dem ersten Abschnitt der Harzquerbahn. Schrittweise wurde dann die Strecke verlängert. Zunächst bis Harzgerode. Da fahren wir jetzt hin. Nach dem Bau der Strecke Stiege Eisfelder Talmühle bestand ab 1905 eine Verbindung zur Harzquerbahn und damit auch zur Südharzbahn.
Der Haltepunkt Sternhaus Ramberg liegt mitten im Wald, ideal als Ausgangspunkt schöner Wanderungen und hat sogar ein Ladegleis. Wenn man Glück hat, ist noch ein Sonderzug unterwegs. Davon mehr im ersten Film aus der Reihe über die Harzquerbahn. Thank you.
In Alexisbad wartet schon ein Triebwagen zur Weiterfahrt nach Harzgerode. Doch noch ist etwas Zeit. Der Fahrer hat jetzt Pause und wir besichtigen den Ort. Schon im 14. Jahrhundert wurde ein Slot, also ein Schloss in Harzgerode, erwähnt. Seit damals sind auch Stadt, Münz- und Zollrecht bekannt. Da existierte die Siedlung aber schon mehr als 400 Jahre. 1901 erhielt Harzgerode sein heutiges Rathaus. Dahinter der barocke Turm der evangelischen St. Marienkirche. In Alexisbad fährt inzwischen der nächste Dampfzug aus Quedlinburg ein. Bei so einem Zwischenstopp müssen natürlich die Wasservorräte ergänzt werden. Immer wieder interessant zu beobachten.
Ich habe vorhin schon runtergedrückt. Dass die gute Klima erwärmen kann. Das ist ja auch nicht schön. Wir kommen nun an den verfallenen Resten einer einst bedeutenden Industrieregion vorbei. Viele Ortsnamen deuten darauf hin. Hier wurden Erze gefördert und verarbeitet. Eine chemische Industrie entstand. Salz und Schwefelsäure wurden verarbeitet. Aus einer Pulvermühle entwickelte sich schon im Ersten Weltkrieg eine umfangreiche Rüstungsindustrie. Ende der 20er Jahre gab es sogar Versuche mit raketenbetriebenen Schienenfahrzeugen. In den 30er Jahren kam die Holzindustrie dazu. Nach Krieg und Demontage entstanden mit dem VEB Pyrotechnik Silberhütte und anderen Betrieben bis Ende der 1980er Jahre fast 1200 Arbeitsplätze. Nach der Wende wurden viele Betriebe abgewickelt. Die inzwischen privatisierte Pyrotechnik teilt der Rheinmetall Waffenmunition GmbH. Hauptsächlich werden hier Feuerwerkskörper und Signalmittel hergestellt. Viele Gebäude verfallen. Heute hat Silberhütte noch etwa 150 Einwohner. Es geht wieder hinauf nach Stiege und Hasselfelde. Hier enden unsere Reisen, die wir 2009 und 2017 auf der Selketalbahn unternommen haben.